Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin. Also, lass uns zocken. Schön, dass du da bist. Also gut, dann versuchen wir es mal. Das müsste jetzt funktionieren. Entschuldige, ich würde gerne diese Flasche Alkohol kaufen. Aber gerne, mein Sohn. Kann ich deinen Ausweis bitte sehen? Mein Ausweis? Ja, deinen Ausweis. Du hast doch einen, oder, mein Sohn? Ja, sicher. Hier, siehst du? Demnach bist du am 13. Juli 1922 geboren, ja? Stimmt genau. Wie alt bist du denn? Wie alt ich bin? Ich bin 26. Gut, aber dieser Ausweis läuft nicht auf deinen Namen. Aber sicher. Ich habe meinen Namen gerade zu Joe King geändert. Und mein neuer Ausweis ist noch nicht fertig. Ah ja. Na gut, du kannst den Alkohol haben. Hey, vielen Dank. Denk dran, Alkohol macht dich weder größer noch schlauer. Und setz dich nie ans Steuer, wenn du was getrunken hast. Vielen Dank für diese Ratschläge, Bob. Aber ich bin schon erwachsen. Ja, Bob, du hast recht. Alkohol darf man nicht unterschätzen. So. Das Ding sieht aus wie ein Commander Rocket Raketenantrieb. Und nach dieser Anleitung braucht es etwa einen Liter Treibstoff. Ich werde mal so viel versuchen. Okay. Benutze. Ich muss einen höher gelegenen Startplatz finden. Klar, Logo. Und wo soll das sein? Spontan fällt mir jetzt nichts ein, außer da, wo du immer guckst. Aber da kann ich nichts interagieren. Beobachtest du eigentlich Vögel? Was machst du denn eigentlich da? Dann schauen wir mal, wo. Ach so, ja, gut. So geht's natürlich auch. Und Benutzer. Mal sehen. Später im Nibeltal. Ach Joe, schon wieder eine Bruchlandung, hä? Au, mein Kopf tut weh. Ich bin so froh, dass du gekommen bist, Joe. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Faye, was machst du denn hier? Anderson hat mich in diesem Luftschiff mitgenommen. Mein Gott. Das ist ja ein Dinosaurier. Ein lebender, atmender Dinosaurier. Ganz richtig, King. Willkommen im Nebeltal. Wo sind die anderen? Die sind bei Dr. Eisenstein. Er hat keine Ahnung, dass du hier bist. Die Überraschung wird gelingen. Großartig. Vielleicht kann ich ihn zu Tode erschrecken. Dir wird schon was einfallen. Ich habe Frank gesagt, dass ich meine Nase pudern muss. Also gehe ich lieber wieder zurück, bevor er Verdacht schöpft. Deine Nase pudern? Komm jetzt, mir hinterher! Wenn ich hier lebend herauskomme, mache ich erstmal ganz langen Urlaub. Hui, sieht aus, als ob der mobile Raketenantrieb komplett abgesoffen ist. Ja. Ich bin Paläontologe. Nach dem großen Kamm zu urteilen, den er auf seinem Kopf hat, und die Position seiner Nasalgänge, würde ich wahrscheinlich sagen, dass es sich um einen Parasaurolophus handelt. Okay, wenn du das sagst, ich bin beeindruckt. Faye? Wo bist du, Faye? Na prima. Jetzt habe ich Faye verloren. Und dieser Dinosaurier versperrt mir den Weg.
Das ist ein riesiger Apatosaurus, auch bekannt als Brontosaurus. Und er blockiert mir den Weg. Okay, dann gehen wir mal hier in die Lichtung. Habe ich ein Glück, dass die Viecher Vegetarier sind. Ja. Die sind genau wie die Zweige, die der Dinosaurier frisst. Alles klar. Verstehe. Nimm. Es ist ein bisschen zu stark, als dass ich es brechen könnte. Warte mal, du hast doch Messer. Benutze Messer. Perfekt. Ich glaube, wir müssen den Dino hierher locken. Benutze Zweige mit Dinosaurier. Hey, Mädel! Mädel? Das sollte sie eine Weile ruhig stellen. Okay, ich glaube... Ja. Jupp, ich glaube, der Weg ist es dick. Weg ist jetzt frei, so. Oh, noch mehr Dinosaurier. Ja, aber das sind keine Vegetarier. Er hat Angst vor mir. Jetzt ist er weg. Sie sind beide davon gelaufen. Warum wohl? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich das gleich erfahren werde. Was war das denn für ein Schrei? Oh, der Dinosaurier sieht aber gefährlich aus. Ja, jetzt weißt du, wieso die abgehauen sind, nicht wegen dir. Sieht aus wie ein Deinonychus. Ein besonders teuflischer Theropode. Dem bleibe ich doch lieber fern. Okay. Warte mal. Den Horn, den die Prinzessin dir gegeben hat, hier. Benutze. Ich hoffe, dass der vor einem Tyrannosaurus Rex Angst hat. So, den bin ich los. Gut. Wollen wir das mal untersuchen? Vielleicht ist doch was. Ugh, hier stinkt's. Ja, das ist halt so. Wohin? Hier. Hallo? Da. Schließlich habe ich das Tal doch noch gefunden. Bleib da stehen, Eisenstein. King, wie hast du hierher gefunden? Das ist jetzt unwichtig. Viel wichtiger ist, dass ich deine fiesen Pläne durchkreuze. Meine Pläne durchkreuzen? Mein lieber King, du hilfst mir, sie durchzuführen. Pass auf, Joe. Er hat ein tragbares Dino-Strahlgewehr. Sehr richtig, King. Ein Schuss und du wirst in einen hilflosen Dinosaurier transformiert. Du kannst mir nicht drohen. Ich mache bei deinen bösen Plänen nicht mit. Vielleicht kann ich dich überzeugen, wenn ich die liebliche Prinzessin Azura bedrohe. Okay, ich mache alles, was du willst. Wenn du ihr nur kein Haar krümmst. Komm her, King. Ich habe etwas für dich. Das ist der Kristallschädel.
Was soll ich damit machen? Ich möchte, dass du ihn auf die Statue da drüben legst. Das hört sich nicht schlecht an. So, jetzt lege ich den Schädel hinein. Und jetzt? Ach du mein Schreck! Es hat funktioniert! Genau, wie die Legende es besagt. Alle Systeme funktionieren. Die Fehler werden akzeptiert. Das verstehe ich nicht. Was ist dieses Ding? Dieses Ding ist die mächtigste Maschine auf der Erde. Ich wurde von den Erbauern dieses Tals geschaffen, um bei der Konstruktion und dem Schutz behilflich zu sein. Wenn er meine Armee von Dinosauriermenschen anführt, bin ich unbesiegbar. Und dann hält mich nichts mehr davon ab, die Weltherrschaft zu übernehmen. Ah ja. Ich gehorche nur der Befehlseinheit. Hey, das bin ja ich. Ach so. In diesem Fall, King, muss ich dich töten. Wow. Danke, dass du mir das Leben rettest. Ich habe nur meine Aufgabe erfüllt. Große Güte, was ist passiert? Meine kristalline Struktur hat die Intensität seiner Waffe vergrößert. Ist das schlecht? Das bedeutet, dass seine Stärke äquivalent zu meiner ist. Ich muss ihn stoppen. Oh mein Gott! Jetzt kämpfen sie gegeneinander! Mach doch etwas, Joe! Beeilung, bevor sie sich gegenseitig umbringen! Oh, das sieht ja geil aus! Kampf der Giganten! Ja, okay, nehmen. Und benutze. Warte mal. Auf ihr, weiß nicht, auf den? Dieses Dino-Strahlengewehr funktioniert nur bei Menschen. Alles klar. Dann auf ihn. Ich versuche mal auf Frank zu ziehen. Mal sehen. Wow. Er hat den Strahl gebrochen. Du musst Faye wieder zurückverwandeln. Okay, ich versuch's mal. Gut gemacht, Joe. Ach, entschuldige, Faye. Warte mal, wir haben doch die Maske. Da. Benutze Maske mit ihr. Na, es sieht besser auf toten Sachen aus. Okay, dann gib. Niemals. Es ist ja noch nicht Weihnachten. Ja, aber... Warte. Entschuldige, Faye. Ja, Joe? Was ist an einer Pflichten, die wir noch können? Wo ist Anderson? Ja, genau, wo ist er denn? Wo ist Anderson? Er wartet im Zeppelin auf uns. Er ist zu weit weg, als dass wir ihm signalisieren könnten, dass wir Hilfe brauchen. So, ja, richtig, da oben. Ich möchte, dass du deinen Spiegel... Ah, ja! Ich möchte, dass du deinen Spiegel umdrehst. Und wofür bitte? Wenn Frank den Strahl bricht, wird er an deinem Spiegel abprallen. Ah, ich verstehe. Dann werde ich nicht in einen Dinosaurier verwandelt. Okay, ich versuch's mal. Danke, Faye. Gut. Auf ein neues. Wo ist die Pistole? Da. Um jetzt Frank zu treffen, nochmal. Das hat nicht viel. So ein Mist. Sparky gibt sicherlich einen niedlichen Dinosaurier ab. Ja.
Aber was sollen wir mit ihm als Triceratops machen? Ich fühle mich so abgeklärt. Ich will noch was ausprobieren. Hey, Azura. Ja, Joe? Oh mein Gott. Joe, verwandle sie sofort wieder zurück. Ja. Okay. Warum hast du das gemacht? Ich wollte nur sehen, in was für einen Dinosaurier du dich verwandelst. Danke, dass du mich vorher gefragt hast. Entschuldige, Azura. Wenn es dich interessiert, du gibst einen ziemlich anmutigen Dinosaurier. Ja. Okay, warte mal. Also, der Strahl, er lenkt ihn auf Faye. Faye macht mit dem Spiegel und auf ihn. Das bedeutet, das spielt mit Jürgen. Sieht nicht gut aus. Ja, hoffentlich besiegt der Roboter Frank. Er lässt sich die ganze Zeit an den Roboter, Anderson Queen gerade so geht. So, okay, also hier ist es nichts. Ich frage mich, wie es der Amazon Queen gerade so geht. Wahrscheinlich 2 Meter unterhalb der Wasseroberfläche. Denk am besten gar nicht drüber nach. Okay, ich glaube, ich weiß es. Aber ich will nochmal das hier fragen. Erinnert dich das an die Zeit in Borneo? Du meinst den Zwischenfall mit den Dayak-Animisten auf dem Kinabalu? Ja, wenn es nur ganz einfach wäre, hier rauszukommen. Richtig, Joe. Aber diesmal sind hier keine Orang-Utans. Gut, ich habe eine Idee mit der Maske. Okay. Wir werden die Maske ihm geben. Wenn nicht funktioniert das. Übrigens, oh Gott, Rutan, wo ist eigentlich der Dino? Ah, ja. Der Gorilla, der da verschwunden ist und dann später verkleidet war als Dino. Ich glaube, das war auch ein, sag mal schnell, das war die Frau aus dem Tempel, das Hologramm. Ja, weil sie hat, als sie sich in den Tempel, als sie da auftauchte, hat sie dort zuerst verschiedene Formen angenommen oder sich verwandelt, bis sie dann zu einer Frau wurde. Okay. Verstehe. Benutze oder gib lieber. Gib. Aus Maske. Hey, Sparky. Ja, Joe. Ich habe eine Idee, wie du gegen den Dino-Strahl geschützt werden kannst. Die wäre, soll ich dir zeigen? Nein, ist nicht nötig. Setz diese Maske auf. Okay. Die glänzende Oberfläche sollte den Strahl brechen. Setz dich einfach hin, Kumpel. Mm-hmm. Was war das? Beispiel. Oh, das tut mir so leid, Sparky. Aber du hättest weg sein sollen, bevor wir gegangen sind. Okay, versuchen wir es. Pistole? Oh, benutze. Nicht, dass ihr jetzt auf Prinzessin. Jetzt Frank zu treffen. Das heißt, wir müssen für die Prinzessin auch was finden. Glänzendes. Hasta la vista, Frank. Oh ja. Terminator ist grüßen. Ah, cool. Du hast es geschafft! Du hast Dr. Eisenstein zerstört. Puh. Das hätte ich ohne eure Hilfe nie geschafft. Ich erwarte weitere Befehle. Ich glaube, wir machen, dass wir hier wegkommen. Kannst du die Talschilde wieder aufstellen? Ich könnte die Energie des Kristallschädels in sie zurückbündeln, aber der Schädel wird hier bei mir im Tal bleiben müssen. Oh, das ist auch keine schlechte Idee. Das hält solche Verrückten wie Frank ab. Mach es so. Es ist dein Befehl. Aber was ist mit den Dinosauriern? Wir könnten eine Menge Geld mit ihnen machen. Manches lässt man manchmal einfach so, Faye. Ist alles vorbei? Habe ich etwas verpasst? Ich erzähle dir das alles später, Sparky. Okay, Jungs, verschwinden wir hier.
Meinen Glückwunsch, King. Es sieht so aus, als ob du gerade die ganze Welt gerettet hättest. Vielleicht habe ich mich in dir getäuscht, Joe. Nachdem Eisenstein weg ist, ist die Erde wieder ein sicherer Ort zum Leben. Wenn er seine Talente nur für Nettigkeiten eingesetzt hätte, anstatt für Zerstörung. Sieh mal! Das Schild ist wieder hergestellt. Das Tal ist jetzt wieder sicher. Aber wie lange? Mach dir keine Sorgen, Joe. Der Amazonasdschungel war für tausende von Jahren unberührt. Ich bin sicher, dass er es auch für tausende von Jahren bleiben wird. Tja, Prinzessin, ich muss dann wieder nach Hause. Aber Joe, ich möchte bei dir bleiben. Ach, wie süß. Ein Happy End für Joseph, den Piloten, und Azura, die Amazonenprinzessin. Ich muss sagen, das Spiel hat mir Spaß gemacht. Das Spiel brauchte ein bisschen, um interessant zu werden, aber ich freue mich, das Spiel gespielt zu haben. Und euch, dass ihr zugeschaut habt. Zur Story kann ich nicht viel sagen. Es erinnert mich so an zwei Filme. An Indiana Jones und Jäger des verlorenen Schatzes. Und, wie hieß er nochmal? Ah ja, Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Es gibt dann noch einen zweiten Teil davon. Beide Filme mag ich sehr. Das Spiel hat mich irgendwie an diese zwei Filme erinnert. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Auch wenn die Story jetzt nicht ganz komplex war. Trotzdem, ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Sorry für die Cuts, die ich da machen musste, um die Musik leiser zu stellen. Ich hoffe, ich konnte das gut überbrücken. Gut, ich werde mich jetzt verabschieden. Aber wenn dir mein Let's Play gefallen hat, dann abonniere einfach meinen Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dankeschön dafür. Dann bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dahin, wie immer, habt einen schönen Tag.